Ich spreche zurzeit Deutsch, Polnisch und Englisch. Ich spreche Englisch, Deutsch, Französisch und haitianisches Kreol. Griechisch, Englisch, Deutsch. Meine Muttersprache ist Hebräisch. Also ich spreche Arabisch. Türkisch, Swahili. Was ich mache, was hast du noch gesagt? Bleib noch hier und... was über die Frage? Achtung, Achtung! Ich bin da nicht so spektakulär wie die Jugendlichen eben auf der Bühne, aber trotzdem, die Ausstellung ist jetzt. Wenn es denn schneien würde. Aber jetzt ist die Ausstellung eröffnet. Berlin verändert sich und auch die Villa Global hat sich gewandelt. Viele neue Leute sind eingezogen. The Next Generation. In 14 Räumen kannst du die unterschiedlichsten Menschen kennenlernen. Vom Kleinkind bis zur Oma, vom Rapper bis zur Journalistin, vom Mädchen, das Mut zeigt, bis zum jungen Mann, der seinem Traum folgen will. Manche sind in Berlin geboren oder wohnen schon lange hier, andere erst seit kurzer Zeit. Sie alle haben ihre Zimmer selbst eingerichtet und sind auch in Videointerviews zu sehen. Als neuer Mieter für mich ist es als erstes relativ ungewöhnlich. Also hier hat man halt ziemlich viele neue Eindrücke. Verschiedene Kulturen treffen aufeinander und man kriegt schon ziemlich viel von anderen Ländern mit. Also mehr als sonst, habe ich das Gefühl. Ich finde super, dass ich ein Zimmer in Global Villa haben kann. Dort kann ich alle meine Ideen zusammenfassen und so klar zeigen. Ich will, dass die Leute rausgehen mit dem Gefühl von Normalität und sowas wie, irgendwie kenne ich das von mir selbst, so. Und dann, wenn man das hervorrufen kann im Kopf, dann dringt das vielleicht auch ins Herz und dann verliert man auch jedes Ressentiment, jedes Klischee-Denken, jeder Vorurteil vielleicht geht dann weg und das würde mich glücklich machen.